Als ersten Redner freut es mich, Ihnen dafür Professor Dr. Michael Butter vorzustellen, der netterweise und wirklich sehr kurzfristig für den erkrankten Andreas Anton eingesprungen ist. Er ist Professor für Amerikanistik an der Universität Tübingen und beschäftigt sich seit mehr als 10 Jahren mit dem Thema der Verschwörungstheorien. Als Spezialist hat er darüber im Surkamp Verlag publiziert und ist Mitherausgeber des dieses Jahr bei Routledge erschienenen Handbook of Conspiracy Theories. Bis 2025 leitet er ein vom Europäischen Forschungsrat gefördertes Projekt zum Zusammenhang von Verschwörungstheorien und Populismus. Lieber Herr Butter, ich freue mich auf Ihren Beitrag über Verschwörungstheorien in der Corona-Krise. Ja, vielen Dank, Frau Hoppe, für die freundliche Einführung und auch für die Einladung. Ich dachte einen Moment, ich sollte vielleicht was zum Thema Verschwörungstheorie und Religion sagen. Das wäre, glaube ich, auch ganz spannend. Habe dann aber mich doch entschieden, ich spreche lieber über Verschwörungstheorien in der Corona-Krise, weil das, glaube ich, das ist, was uns alle umtreibt. Werde aber auch da erstmal einige allgemeine Bemerkungen machen zu Verschwörungstheorien im Allgemeinen. Meinen Bildschirm sehen Sie jetzt, glaube ich, alle. Das heißt, ich möchte beginnen mit einer kurzen Definition. Was ist eigentlich eine Verschwörungstheorie? Ich möchte dann etwas sagen zu den Funktionen. Warum glauben Menschen an Verschwörungstheorien? Ganz kurz auch über die Geschichte sprechen. Wie haben sich denn Verschwörungstheorien eigentlich historisch entwickelt? Leben wir wirklich in einem Zeitalter, in dem Verschwörungstheorien Konjunktur haben? Und wie hat jetzt die Corona-Krise sich auf das Ganze ausgewirkt? Glauben jetzt noch mehr Menschen an Verschwörungstheorien? Warum gehen die auf die Straße? Und solche Aspekte werde ich also hier versuchen zu beantworten. Wenn Andreas Anton da wäre, dann würde er Ihnen sagen, jeder Versuch, Verschwörungstheorie zu definieren, indem man bestimmte Charakteristika identifiziert, die alle Verschwörungstheorien gemeinsam haben, ist von vornherein zum Scheitern verurteilt. Er ist als Wissenssoziologe Anhänger der Position, dass das Phänomen Verschwörungstheorie nur durch seine Position im Diskurs definiert wird. Als das, was von der offiziellen Deutung ausgeschlossen ist, als das, was diejenigen, die die Deutungsmacht besitzen, nicht haben wollen und insofern der Begriff Verschwörungstheorie immer ein Stigma ist, das völlig unabhängig vom Inhalt auf bestimmte Wissensformen draufgelegt wird. An dieser Position ist sehr viel dran. Der Begriff Verschwörungstheorie ist in der Gegenwart unweigerlich eine Keule. Ich glaube allerdings nicht, dass es unmöglich ist, Verschwörungstheorie zu definieren, indem man zum Beispiel auf eine Anzahl von Charakteristika verweist und möchte das deshalb im Folgenden machen und auch zeigen, was für Perspektiven das eröffnet. Es gibt sehr viele Definitionen von Verschwörungstheorie. Die meisten sind Gott sei Dank relativ ähnlich. Ich finde die hier vom amerikanischen Politikwissenschaftler Michael Barkun relativ griffig. Barkun argumentiert, dass sich alle Verschwörungstheorien durch drei Grundannahmen auszeichnen. Sie gehen erstens davon aus, dass nichts durch Zufall geschieht, also alles geplant wurde von der Gruppe der Verschwörer. Diese Gruppe der Verschwörer operiert im Verborgenen. Man muss also immer hinter die Kulissen schauen, unter der Oberfläche suchen, um zu erkennen, was vor sich geht. Deshalb ist die zweite Grundannahme des verschwörungstheoretischen Diskurses, dass nichts so ist, wie es scheint. Und wenn man das tut, wenn man unter der Oberfläche nachsieht und wenn man davon ausgeht, dass nichts durch Zufall geschieht und wenn man diese Gruppe erkannt hat, die da die Strippen in der Hand hält, dann erkennt man auch, und das ist die dritte Grundannahme dieses Diskurses, dass alles miteinander verbunden ist, dass es da Berührungspunkte gibt zwischen Ereignissen, Personen und Institutionen, die man erstmal für völlig unmöglich halten würde und auch für völlig uneinleuchtend, es sei denn, man nimmt eine große Verschwörung an. Erst unter diesem Aspekt, unter dieser Grundannahme zum Beispiel, macht es Sinn, davon auszugehen, dass die 5G-Technologie und das Coronavirus miteinander verbunden sind, wie das in manchen Verschwörungstheorien zum Coronavirus und zur Pandemie der Fall ist. Sie hören mich den Begriff Verschwörungstheorie benutzen und Sie haben auch meine Vorredner den Begriff Verschwörungstheorie benutzen hören. Und das freut mich sehr, denn das ist meiner Ansicht nach der mit Abstand beste Begriff für das Phänomen, über das wir hier sprechen.
Es sind einige Alternativen in den letzten Wochen und Monaten gerade wieder diskutiert worden. Verschwörungsideologien, Verschwörungsmythen, Verschwörungserzählungen. Die sind alle nicht so ganz falsch, treffen aber alle nicht so richtig das, was Verschwörungstheorien ausmacht. Nebenbei gesagt, das ist übrigens auch eine komplett deutschsprachige Diskussion über diese Begrifflichkeit. Ich habe 4,5 Jahre lang dieses Netzwerk zur vergleichenden Analyse von Verschwörungstheorien geleitet, an dem über 160 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus 40 europäischen Ländern beteiligt waren. In jeder Sprache, die im Netzwerk vertreten war, gibt es eine direkte Entsprechung zum deutschen Wort Verschwörungstheorie oder eben zum englischen Conspiracy Theory. In keiner anderen Sprache, die im Netzwerk vertreten war, wird diese Diskussion über den Begriff geführt. Das ist eine rein deutsche Diskussion. Wir müssen uns aber vor Augen halten, und das hätte Ihnen jemand wie Andi Anton noch viel besser erklären können aus seiner soziologischen Perspektive, dass Verschwörungstheorien und wissenschaftliche Theorien und auch das, was die Soziologie heutzutage als Alltagstheorien beschreibt, auf einer rein formalen Ebene viel mehr miteinander gemein haben, als uns vielleicht so im ersten Moment lieb ist. Denn wie wissenschaftliche Theorien oder auch Verschwörungstheorien wissenschaftliche Theorien oder Alltagstheorien versuchen auch Verschwörungstheorien auf Basis einer bestimmten Anzahl von miteinander verknüpften Grundannahmen, Sie sehen die drei da, Wissen über die Welt zu generieren. Und das unterscheidet sie erstmal formal nicht von anderen Theorien. Dass diese Grundannahmen aus unserer Sicht falsch sind, es ist halt nicht alles geplant, weil der Zufall halt doch eine Rolle spielt. Und es ist auch manchmal, sind die Dinge auch so, wie sie scheinen, das spielt erstmal keine Rolle auf einer rein formalen Ebene. Insofern halten Sie bitte an dem Begriff Verschwörungstheorie fest. Wenn Sie mögen, kann ich in der Diskussion auch noch was dazu sagen, was das Problem mit so Begriffen wie Verschwörungsmythen oder Verschwörungserzählungen ist, die, wie gesagt, Teilaspekte treffen, aber nicht als Oberbegriff verwendet werden sollten. Warum glauben Menschen an Verschwörungstheorien? Naja, es gibt eine ganz einfache Antwort darauf, wenn wir in die Geschichte schauen, weil es lange Zeit völlig normal war, an Verschwörungstheorien zu glauben. So wie man lange Zeit glaubte, dass die Erde flach ist, glaubte man auch, dass groß angelegte Komplotte den Ablauf der historischen Ereignisse organisieren. Die Frage nach den Funktionen ist daher vor allem erst so richtig sinnvoll in der Gegenwart und, dazu kann ich gleich auch noch was sagen, in der westlichen Welt. Wenn wir uns das anschauen, kommen wir auf folgende Funktionen, die wir identifizieren können. Verschwörungstheorien lindern Unsicherheit und Kontrollverlust. Wir wissen aus einer ganzen Reihe von psychologischen Studien, dass es genau zwei Menschengruppen gibt in der westlichen Welt, in der Gegenwart, die besonders empfänglich für Verschwörungstheorien sind. Das sind einerseits Menschen, die das Gefühl haben, einen Macht- und Kontrollverlust erlitten zu haben, und andererseits Menschen, die schlecht mit Ambivalenz und Unsicherheit umgehen können. Bei Macht- und Kontrollverlust ist es wichtig, dass sich das nicht auf de facto Situationen beziehen muss, sondern wirklich auf das Gefühl. Man hat den Eindruck, man hat keinen Einfluss auf Ereignisse. Man wird nicht gehört von den Mächtigen und erklärt sich dann dieses Ignoriertwerden über Verschwörungstheorien. Was das Nicht-Aushalten können von Ambivalenz und Unsicherheit angeht, sehen wir gerade im Hinblick auf die Corona-Krise natürlich, was Verschwörungstheorien attraktiv macht. Die Corona-Krise ist ein Moment der fundamentalen Unsicherheit für uns alle. Vielleicht gerade wieder etwas mehr, als sie das im Sommer war, aber sicherlich noch nicht wieder in dem Maße, in dem sie das im März und im April war, wo niemand von uns wusste, wie unser Leben in 3 Tagen aussieht, in einer Woche aussieht oder in einem Monat aussieht. Und in solchen Situationen schaffen Verschwörungstheorien Sicherheit oder wir könnten sagen vermeintliche Sicherheit. Denn während die offizielle Version zu dem, was da passiert ist, ein Virus springt zufällig in China von Tieren auf Menschen über, verändert sich dann so, dass es von Mensch zu Mensch übertragen werden kann und seine Eindämmung kann nicht eingegrenzt werden. Das kommt zu einer globalen Ausbreitung kann nicht eingedämmt werden. Das kommt zu einer globalen Pandemie. Da ist viel im Spiel, was wir immer noch nicht wissen und was wir vor allem im März und April noch nicht wussten. Entsprechend musste die Wissenschaft ihre Positionen immer wieder korrigieren und die Politik ist dann gefolgt, indem sie mal das eine gesagt hat, mal das andere gesagt hat. Anfangs hieß es, Masken tragen bringt nichts. Dann wurde gesagt, Masken tragen ist sehr gut und das ist der Eindruck, den wir momentan auch alle teilen. Andere Dinge werden immer wieder korrigiert. Und diese Veränderungen machen Leute, die eben mit Unsicherheit und schlecht umgehen können und Ambivalenz schlecht umgehen können, nervös. Und Verschwörungstheorien setzen dagegen vermeintliche Sicherheit. Denn die Verschwörungstheorien zu Corona, da komme ich später noch darauf, sind extrem stabil geblieben seit März.
die sagen, die stecken dahinter, das passiert da wirklich und da soll es hinführen. Und offensichtlich ist es für ganz viele Menschen leichter zu akzeptieren, dass es eine Gruppe von Bösewichten gibt, die im Hintergrund die Strippen zieht, als zu akzeptieren, dass niemand die Strippen zieht und man nicht so genau weiß, was passiert. Denn wenn diese Bösewichter da am Werk sind, dann weiß man wenigstens, wo die Reise hingeht. Hinzu kommt, dass Verschwörungstheorien dadurch natürlich erlauben, Schuldige zu identifizieren. Man hat also auch die klassische Sündenbockfunktion, die von Verschwörungstheorien erfüllt wird. Denn für die globale Ausbreitung der Pandemie, da kann man vielleicht, wie Donald Trump das macht, dann die Chinesen verantwortlich machen. Nur die sind sicherlich nicht allein dafür verantwortlich, sondern da kommen ganz viele Faktoren ins Spiel, die niemand unter Kontrolle hatte. Aber Verschwörungstheorien setzen dem eben eine Erzählung entgegen, wo es eine kleine Gruppe von Schuldigen gibt, die man ganz eindeutig identifizieren kann. Und das ist sehr angenehm für viele Menschen, weil es sie eben auch entlastet. Denn dann müssen sie sich keine Vorwürfe machen, dass sie vielleicht mit ihrem Verhalten an irgendetwas dran schuld sind, wenn es das Virus nicht gibt oder das Virus nicht harmlos ist, nicht gefährlicher ist als eine normale Grippe, dann braucht man sich nicht schlecht fühlen, wenn man keine Maske trägt, wenn man weiter seine Freunde trifft und man muss sich auch keine Sorgen machen um Freunde und Verwandte, denn denen kann dann ja durch das Virus zumindest nichts passieren. Das heißt, es entlastet einen selbst. Gleichzeitig bedingen Verschwörungstheorien bei allem Pessimismus, und das mag im ersten Moment überraschen, auch immer einen gewissen Optimismus. Anders ausgedrückt, für Verschwörungstheorien ist es immer 9:55, aber es ist eigentlich nie eine Minute nach 12. Es besteht höchster Handlungsdruck, aber es kann auch immer was getan werden. Denn wenn Menschen hinter der ganzen Sache stecken, dann kann man diese Menschen identifizieren und man kann ihnen dann zumindest theoretisch, egal wie mächtig sie sein mögen, auch das Handwerk legen. Wenn man es mit abstrakten Prozessen zu tun hat, und viele Verschwörungstheorien der Gegenwart sind zum Beispiel Antworten auf Prozesse der Globalisierung, dann ist das was ganz, ganz anderes. Da weiß man überhaupt nicht, wo man ansetzen soll und wen man dafür verantwortlich machen soll. Bei Verschwörungstheorien, wo menschliche Akteure an allem schuld sind, ist das was anderes. Man muss, um es mit einem bekannten deutschen Verschwörungstheoretiker zu sagen, dessen Video auf YouTube im Frühjahr mehrere Millionen Mal angeklickt wurde, Bill Gates nur in den Arm fallen und der ganze Spuk ist vorbei. Und hier sieht man auch das, was gerade eben in der Einführung schon erwähnt wurde. Ein Problem von Verschwörungstheorien ist, dass sie eben zu Radikalisierung führen können und dass sie auch zu Gewaltausübung führen können. Man kann sich legitimiert fühlen, insbesondere Männer einer bestimmten Psychostruktur quasi zur Waffe zu greifen und in diesen globalen Konflikt, der da vermeintlich stattfindet, einzugreifen, wie wir es in Halle gesehen haben, wie wir es in Christchurch gesehen haben, wie wir es in Pittsburgh gesehen haben, wie wir es aber auch bei Anders Breivik gesehen haben. Das getrieben von dem Optimismus, dass menschliche Akteure da am Werk sind und man gegen die auch was tun kann. Und schließlich, und das ist ganz wichtig für Verschwörungstheorien in einem Zeitalter, in dem es nicht normal ist oder wenn wir pessimistisch sein wollen, noch nicht wieder normal ist, an sie zu glauben, dienen Verschwörungstheorien ihren Anhängerinnen und Anhängern auch dazu, sich aus der breiten Masse herauszuheben. Man versichert sich durch den Glauben an Verschwörungstheorien auch der Besonderheit der eigenen Identität. Warum? Weil man für sich in Anspruch nimmt, dass man zu einem relativ kleinen Kreis von Auserwählten gehört, die begriffen haben, was wirklich vor sich geht, die eben hinter die Kulissen sehen und durchschauen, was für ein Spiel die Mächtigen da spielen. Wohingegen die breite Masse von uns mit geschlossenen Augen durch die Welt läuft. Im Englischen gibt es dafür den schönen Begriff Sheeple, das ist so eine Zusammensetzung aus Sheep für Schafe und People für Leute, übersetzt ins Deutsche gerne als Schlafschafe. Also die Schwarzen hier im Hintergrund, Sie und ich, wir sind Schlafschafe und der rote Stift im Vordergrund repräsentiert die Aufgewachten, die begriffen haben, was wirklich vor sich geht. Lassen Sie mich, bevor ich dann wirklich zur Corona-Krise komme, ein paar Sätze sagen zur historischen Entwicklung von Verschwörungstheorien. Denn das ist ganz wichtig, um die Geschehnisse der Gegenwart einzuordnen. Die Forschung ist sich mittlerweile komplett einig darin, dass wir nicht in einem Zeitalter der Verschwörungstheorien leben. Im Gegenteil, Verschwörungstheorien sind in den letzten 70 Jahren im Grunde so unwichtig gewesen wie kaum jemals zuvor in den Jahrhunderten davor.
Man kann darüber streiten, seit wann es Verschwörungstheorien in ihrer modernen Form gibt. Entstehen die schon in der Antike und verschwinden dann für eine Zeit lang? Entstehen die im Spätmittelalter im Kontext der Pest im 14. Jahrhundert? Oder vielleicht, wie Historiker wie Cornel Zwierlein argumentiert haben, erst in der frühen Neuzeit im Verlauf des 16. Jahrhunderts? Ganz klar ist, von ihrem Entstehen an bis in die späten 1950er Jahre sind Verschwörungstheorien in der gesamten westlichen Welt, wo sie vermutlich herkommen, etabliertes, akzeptiertes, legitimes, orthodoxes Wissen. Die klügsten Köpfe ihrer Zeit denken, dass große Komplotte die Weltgeschichte organisieren. Und insofern ist jeder amerikanische Präsident, da habe ich mich in meiner Habilitationsschrift mit beschäftigt, von George Washington, der in den 1790ern Präsident wird, bis zu Dwight D. Eisenhower, der 1952 die Wahl gewinnt und dann 8 Jahre die Präsidentschaft innehat, Verschwörungstheoretiker. Washington glaubte, es gäbe ein groß angelegtes Komplott der englischen Krone, um den amerikanischen Kolonien die Freiheit wegzunehmen. Und wie der amerikanische Historiker Bernard Bailyn schon 1967 gezeigt hat, war diese Überzeugung, die auch Menschen wie Jefferson und Adams teilten, ein treibender Faktor bei der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung, bei dem Weg in den Unabhängigkeitskrieg. 80 Jahre später glaubte Abraham Lincoln, dass es ein groß angelegtes Komplott der Befürworter der Sklaverei gäbe, um die Sklaverei auf die ganzen USA auszuweiten und eventuell sogar die weiße Arbeiterklasse zu versklaven. In einer seiner berühmtesten Reden, die Sie vielleicht kennen, der vom geteilten Haus, die er 1858 hält, beschuldigt Lincoln den amtierenden Präsidenten, dessen Vorgänger, den Vorsitzenden des obersten Gerichtshofes und einen einflussreichen demokratischen Abgeordneten im Repräsentantenhaus, die Strippenzieher hinter all den Ereignissen der 1850er Jahre gewesen zu sein, mit dem Ziel, die Sklaverei auf die ganzen USA auszudehnen. Und diese Idee einer Slave Power Conspiracy war die Gründungsideologie der Republikanischen Partei. Es ist also nicht so, dass Donald Trump der erste republikanische Präsident ist, der jetzt diese stolze Partei gekapert hat, sondern die basierte auf einer Verschwörungstheorie, hat sich nur damals niemand daran gestört, weil Verschwörungstheorien normal waren und es den Begriff Verschwörungstheorie auch noch nicht gab. Das ändert sich erst in den späten 50er, frühen 60er Jahren, wo Verschwörungstheorien einen Prozess der Stigmatisierung durchlaufen, der sie aus der Mitte der Gesellschaft eher an die Ränder der Gesellschaft bringt. Sie von akzeptiertem Wissen zu unterdrücktem Wissen macht, von orthodoxem Wissen zu heterodoxem Wissen. Das hat grob gesagt zu tun mit dem Einsickern von Erkenntnissen der Sozialwissenschaften in das Alltagswissen der Menschen in der westlichen Welt. In der westlichen Welt, weil dieser Prozess auf die westliche Welt beschränkt bleibt. In der arabischen Welt, aber auch in großen Teilen Osteuropas ist es bis heute völlig normal, an Verschwörungstheorien zu glauben, und deshalb funktionieren die da im Diskurs auch anders. Diese Stigmatisierung bedeutet nicht, dass Verschwörungstheorien komplett unwichtig und unpopulär werden. Sie nehmen sicherlich ab. Also es ist so, hätten wir 18, 20 oder 19, 20 Umfragen gehabt, wie viele Menschen an Verschwörungstheorien glauben, eine Verschwörungsmentalität besitzen, hätten wir garantiert Zustimmungsraten von weit über 90% gehabt, weil es einfach völlig normal war. Wie viele Menschen das 1970, 80 glauben, können wir nicht sagen. Es ist aber sicherlich immer noch so um die 20, 25 Prozent der Bevölkerung in Deutschland, in Frankreich oder auch in anderen Ländern. Das heißt, wandert an die Ränder der Gesellschaft, das ist stigmatisiert, aber es ist durchaus noch einigermaßen populär. Das ist halt so wie Aberglaube. Viele Menschen haben das oder glauben auch an Magie, die geben das nur nicht offen zu, sondern nur, wenn sie sich unter Gleichgesinnten befinden. Und das Internet führt jetzt dazu, dass Verschwörungstheorien wieder sichtbarer werden, wieder verfügbarer werden, Verschwörungstheoretiker sich besser vernetzen können, und führt insofern, da sind sich eigentlich die meisten Forschenden mittlerweile auch sicher, nicht zu einem sprunghaften Anstieg von Verschwörungstheorien. Das kommt uns nur so vor, weil wir sie auf einmal sehen und wahrnehmen, sondern eher zu einem graduellen. Sodass man davon ausgehen kann, dass es so ab den 2000ern wahrscheinlich, wenn man sich die Studien anschaut, in Deutschland so ein Viertel bis ein Drittel, zu Österreich habe ich leider keine Zahlen, ein Viertel bis ein Drittel der Bevölkerung empfänglich ist für Verschwörungstheorien. In unterschiedlichem Maße glauben auch an unterschiedliche Verschwörungstheorien, aber das sind so ungefähr der Rahmen, über den wir hier reden. Was passiert jetzt in der Corona-Krise, wo wir den Eindruck haben, dass sich Verschwörungstheorien exponentiell ausbreiten?
Lassen Sie mich erstmal zurückgehen in den März und in den Februar und sagen, an was die Menschen denn überhaupt glauben. Und da ist es so, dass diese ersten Verschwörungstheorien zu Corona in den einschlägigen Internetforen schon im Dezember entstehen und sich dann im Verlauf des Januar eigentlich über die ganze Welt ausbreiten und auch schon in Deutschland in den einschlägigen Seiten und Foren ankommen. Da stehen aber erstmal noch ganz viele verschiedene Varianten gegeneinander. Die einen sagen, das ist eine amerikanische Biowaffe, die anderen sagen, es ist eine chinesische Biowaffe, die dritten sagen von Anfang an, das ist Humbug. Charakteristisch ist, dass in diesem frühen Stadion schon versucht wird, an bestehende Verschwörungstheorien ranzuerzählen. Das heißt, Corona-Verschwörungstheorien sind nicht völlig neu, sondern werden meistens so zum letzten Kapitel in einem Komplott, das man schon vorher identifiziert hatte. Das erklärt auch, warum aus so vielen unterschiedlichen Richtungen Menschen an Corona-Verschwörungstheorien glauben und jetzt dann zum Beispiel gemeinsam auf die Straße gehen, weil die aus unterschiedlichen Lagern kommen, unterschiedliche Verschwörungstheorien hatten, wo Corona wunderbar dran passte dann. Im deutschsprachigen Raum, insbesondere in Deutschland, setzt sich so ab Mitte März die Überzeugung durch, dass das Virus nicht existiert oder komplett harmlos ist. Das hat sicherlich zum Großteil damit zu tun, dass die Pandemie gerade in Deutschland einigermaßen glimpflich verlaufen ist im Frühjahr und eben halt nicht so viele Menschen gestorben sind wie in Italien oder auch in Frankreich. In Frankreich, wo viel mehr Menschen verstorben sind an Corona, war es so, dass im Grunde genauso viele Menschen an Verschwörungstheorien glauben. Umfragen von April zeigen, dass so ein Drittel der Franzosen an Verschwörungstheorien glaubt, aber die allermeisten von denen glauben, dass es sich um eine Biowaffe handelt, die, das glaubt dann die Mehrheit dieses Drittels, sogar noch bewusst in den Umlauf gesetzt wurde. Das erklärt auch, weshalb Sie in Deutschland Proteste von Corona-Verschwörungstheoretikern sehen, in Frankreich aber nicht so wirklich. Denn wenn Sie glauben, das ist eine gefährliche Biowaffe, werden Sie alles tun, nur nicht sich ohne Maske in einer Menschenmasse auf einen öffentlichen Platz stellen. Wenn Sie glauben, das ist alles Lug und Trug, dann machen Sie das als Form des zivilen Ungehorsams. Wo kommen jetzt diese Proteste her, die wir seit April im Grunde sehen? Wir hatten dann im Mai die Hygienedemos, unter anderem auch in Stuttgart, nicht weit von mir. Eine Doktorandin hat da auch teilnehmende Beobachtung betrieben ein paar Mal. Dann hatten wir die großen Demos in Berlin. Dann hatten wir die Sache in Leipzig vor 14 Tagen. Jetzt war es wieder in Berlin und dazwischen gab es noch viele andere Ereignisse. Das liegt daran, dass die Corona-Verschwörungstheorien ein großes Mobilisierungspotenzial haben. Und das hat damit zu tun, dass die Menschen sich davon unmittelbar betroffen fühlen. Die allermeisten Verschwörungstheorien sind doch einigermaßen abstrakt. Wenn Sie glauben, Sie haben verstanden, dass die Amerikaner nie auf dem Mond gelandet sind oder Sie glauben, dass die Amerikaner die Twin Towers selbst in die Luft gesprengt haben an 9/11, dann hat das auf Ihr tägliches Leben erstmal keinen Einfluss. Und es ist ganz klar, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen der Mobilisierung von Verschwörungstheoretikerinnen und Theoretikern zu Protestgemeinschaften und dieser Wahrnehmung, es betrifft mich selbst. Das hatten wir bei den Pegida-Protesten, die eben ganz stark von dieser Verschwörungstheorie des großen Austausches getragen werden. Und das haben wir jetzt wieder. Und jetzt betrifft es natürlich noch viel, viel mehr Menschen. Und es entsteht halt bei den Verschwörungstheoretikern der Eindruck, es geht mir jetzt wirklich extrem an den Leib hier. Ich muss eine Maske tragen, mir wird meine Identität gestohlen, uns werden die Grundrechte weggenommen und deshalb geht man auf die Straße. Man ist sich dann oft gar nicht so einig, wer letztendlich dahinter steckt. Manche glauben, das ist ein Komplott des tiefen Staates oder der Bundesregierung, um uns unsere Menschen- und Bürgerrechte wegzunehmen. Andere denken, es sind internationale Finanzeliten, die die Wirtschaft neu ordnen wollen. Wieder andere denken, es sind die WHO und Bill Gates, die eine Zwangsimpfung durchsetzen wollen oder, das ist eine Variante, die eher in den USA populär ist, die Weltbevölkerung durch Impfung reduzieren wollen. Was die verbindet, ist das dagegen. Gegen die offizielle Version, gegen die Maßnahmen, die zur Eindämmung der Pandemie getroffen werden und die vielen als Schritt in eine Diktatur erscheinen. Und weil die Leute auf die Straße gehen und lauter geworden sind und sich der Ton sehr verschärft hat, entsteht der Eindruck, dass auch die Zahl der Verschwörungstheoretikerinnen und Theoretiker durch die Corona-Proteste zugenommen hat. Dass der Ton sich verschärft, das kann ich am eigenen Leib bestätigen. Ich stehe ja sehr viel in der Öffentlichkeit mit meinen Aussagen zu Verschwörungstheorien und kriege seit Jahren Post von Verschwörungstheoretikern. Und Leute, die mir seit Jahren schreiben, die vor 7 Monaten noch geschrieben haben, Mensch, Michael, was hast du da wieder für einen Blödsinn geschrieben? Die beginnen ihre Mails an mich jetzt mit du Faschist oder so ähnlichen Formulierungen. Das heißt, der Ton wird rauer. Was allerdings nicht stimmt, ist, dass die Zahl der Verschwörungstheoretikerinnen und Theoretiker in Deutschland durch Corona signifikant zugenommen hat.
Gestern ist die Leipziger Autoritarismusstudie erschienen. Das ist insofern interessant, weil es die erste quantitative Erhebung ist, die ihre Daten nach Beginn der Pandemie erhoben hat, nämlich im Mai und Juni. An verschiedenen Stellen der Studie wird nach Verschwörungstheorien gefragt. Die Ergebnisse sind durchaus widersprüchlich und es ist jetzt in den Medien teilweise kolportiert worden, die Studie beweise, dass es also eine Zunahme gebe an Verschwörungstheorien aufgrund von Corona. Das stimmt nicht. Deshalb möchte ich mir zwei Statistiken mit Ihnen mal kurz anschauen. Da, Tabelle 5, Zustimmung zu spezifischen Verschwörungserzählungen über Covid-19. Erste dieser Erzählungen, die Hintergründe der Corona-Pandemie werden nie ans Licht der Öffentlichkeit kommen. Das ist zum einen keine spezifische Verschwörungserzählung, sondern eine sehr, sehr allgemeine Aussage, die in ganz vielen Verschwörungserzählungen ihren Platz hätte. Und zum anderen ist das, zeigt sich ja ein typisches Problem mit solchen quantitativen Erhebungen. Je allgemeiner Sie fragen, desto eher sagen die Leute nein, weil sie da vielleicht was, oder ja, weil sie nicht naiv erscheinen wollen und weil sie das Gefühl haben, da könnte was dran sein, aber vielleicht was ganz anderes darunter verstehen. Also wenn sie mir diese Formulierung vorlegen würden, dann kann es sein, dass ich da auch sagen würde, ja, das sehe ich auch eher so, weil wir wahrscheinlich nie erfahren werden, von welchem Tier dieses Virus wo genau auf einen Menschen übergesprungen ist, wer der Patient Zero war und warum die Chinesen es nicht geschafft haben, das einzudämmen. Das macht mich aber noch nicht unbedingt zum Verschwörungstheoretiker. Viel verschwörungstheoretischer ist die zweite Aussage. Die Corona-Krise wurde so groß geredet, damit einige wenige davon profitieren können. Das ist auch keine spezifische Verschwörungserzählung, das ist Humbug, aber das ist zumindest etwas, was ganz klar konspirationistisch ist. Und was sehen wir? Die Prozentzahlen gehen deutlich nach unten. Stark ausgeprägt bei 33%. Dabei muss man sagen, bei 15% ausgeprägt bedeutet, wenn die Leute dreimal in der Mitte auf dieser fünfstufigen Skala weiß nicht angekreuzt haben. Ob man das schon als ausgeprägt ansehen kann, würde ich stark bestreiten. Schauen wir uns eine zweite Statistik an aus einem anderen Teil der Studie, wo auch Corona-Verschwörungstheorien mit abgefragt werden. Da wird nämlich im Allgemeinen die Zustimmung und Ablehnung zur Verschwörungsmentalität abgefragt. Und da ist es so, dass wir bei den Antworten 1 und 3, die meisten Menschen erkennen nicht, in welchem Ausmaß unser Leben durch Verschwörungen bestimmt wird, die im Geheimen ausgeheckt werden, eine Zustimmung von ungefähr 30% haben. Und bei der Aussage, die Politiker und andere Führungspersönlichkeiten sind nur Marionetten, sind wir auch so bei 33%. Wenn wir dann wieder weicher fragen, es gibt geheime Organisationen, die großen Einfluss auf politische Entscheidungen haben, was nicht per se automatisch direkt verschwörungstheoretisch ist, sind wir auf einmal bei 38%. Und das ist die Zahl, die überall kolportiert wurde. Wenn wir aber die beiden anderen nehmen, dann sind wir so wieder bei so einem Drittel maximal. Und das trifft es ganz gut und das trifft es auch, was zum Beispiel die Konrad-Adenauer-Stiftung herausgefunden hat in einer Erhebung, die vor ein paar Monaten veröffentlicht wurde und deren Daten kurz vor Beginn der Corona-Pandemie erhoben wurde, dass nämlich so ungefähr ein Drittel der Deutschen zu Verschwörungstheorien neigt. Das hat sich also in der Corona-Pandemie überhaupt nicht verändert. Es kommt uns aber anders vor, weil die Leute lauter geworden sind, emotionaler geworden sind und weil sie wahrscheinlich auch in ihren Überzeugungen radikaler geworden sind. Nicht in dem Sinne, dass sie sich automatisch radikalisieren und Gewalt ausüben, aber dass diese Überzeugungen fester geworden sind und ihr Dasein mehr bestimmen. Psychologen wie der Mainzer Kollege Roland Imhoff weisen immer wieder darauf hin, dass wir uns den Glauben an Verschwörungstheorien nicht als ein Ja-Nein schwarz-weiß vorstellen dürfen. Man ist nicht Verschwörungstheoretiker oder ist es nicht, sondern es gibt da ganz viele Abstufungen, quasi Stufen, auf denen Leute stehen. Und da müssen Sie sich vorstellen, dass fast alle Menschen, die jetzt Corona-Verschwörungstheorien glauben, schon vorher zu Verschwörungstheorien neigten. Das haben sie vielleicht nur nicht so mitgekriegt, weil die das für sich behalten haben. Jetzt dann aber zwei, drei Stufen vielleicht weiter hochgerutscht sind, dieser Glaube für sie wichtiger geworden ist, für ihre Identität, sie das Gefühl haben, es geht ihnen persönlich an den Kragen und deshalb auf einmal sprechen oder auf die Straße gehen. Und daher kommt unser Eindruck, dass durch Corona Verschwörungstheorien, durch die Corona-Pandemie Verschwörungstheorien zugenommen haben. Dem ist nicht so. Und andere Studien, die noch nicht veröffentlicht sind, wie zum Beispiel eben von Kollegen Roland Imhoff aus Mainz, der mir von seinen Zahlen erzählt hat, bestätigen das. Die Zahlen geben es nicht her, dass es eine Zunahme gibt. Heißt das jetzt, wir müssen uns keine Sorge machen? Ich glaube, wir müssen nicht in Alarmismus verfallen. Das sollte man eh nicht. Aus historischer Perspektive ist das nichts Ungewöhnliches, was wir erleben. Und wie gesagt, über die letzten 20 Jahre haben wir vermutlich keine große Zunahme gesehen.
Ich glaube auch nicht, dass Corona-Verschwörungstheorien trotz aller Bilder, die wir da in Berlin sehen, eine Gefahr für die deutsche Demokratie sind. Österreich kann ich nicht beurteilen. Da kenne ich mich zu wenig aus, auch wenn mein EIC-Projekt sich auch mit Österreich beschäftigt. Aber natürlich können Verschwörungstheorien gefährlich sein. Sie können zu Radikalisierung und zu Gewalt führen. Und medizinische Verschwörungstheorien können dazu führen, dass Menschen sich und andere unwissentlich oder unwillentlich in Gefahr bringen, einfach weil sie sich selbst nicht schützen und andere nicht schützen durch Masken, keinen Abstand einhalten und so weiter. Und da muss man einen Blick darauf haben. Und schließlich verstellen Verschwörungstheorien, weil halt nicht alles geplant ist und nicht alles immer nicht so ist, wie es scheint und nicht immer alles miteinander verbunden ist, halt auch den Blick auf ein adäquates Verständnis der Wirklichkeit. Und insofern ist es durchaus wichtig, gegen Verschwörungstheorien vorzugehen, aber meiner Ansicht nach eher präventiv, durch Bildung, in Schulen vor allem. Da kommt man am besten an die Leute ran. Und wir wissen, dass Pre-Bunking viel besser funktioniert als Debunking. Wenn man Menschen aufklärt über das Funktionieren bestimmter Verschwörungstheorien und deren Argumente und die Rhetorik und Argumentationsstrukturen von Verschwörungstheorien im Allgemeinen, sinkt die Wahrscheinlichkeit rapide, dass sie später an Verschwörungstheorien glauben. Da sollten wir hingehen. Und deshalb ist es wichtig, Veranstaltungen wie heute zu haben, wo über Verschwörungstheorien gesprochen wird. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit und freue mich über Ihre Fragen und muss mich schon entschuldigen, dass ich nicht den ganzen Tag dabei sein kann. Sie haben es gehört, ich bin relativ kurzfristig eingesprungen und muss dann in 15 Minuten schon weiter zur virtuellen Gründung eines Zentrums für Culture, Society and Religion hier an der Uni Tübingen. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit.